Guten Morgen an die Gruppe heute, die sich trifft, um William Thöll hier in Deutschland im Chiemgau zu begrüßen. Und wir freuen uns, dass du hier bist, William, und dass du Fragen, die wir haben, an dich beantwortest und dass du uns deine Vision für Deutschland heute mitteilst. Yeah, a very warm welcome from this group. They are very happy that you are here and that they have the possibility to ask you questions and to find out something about your vision for Germany. Mm-hmm. Good. Well, thank you for coming to see me. It is a great honor that you would drive and come to hear me. So thank you for coming. Also bedankt sich sehr herzlich, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr von weit her teilweise gefahren seid, und es ist eine Ehre für ihn, dass er vor euch sprechen darf. Mm-hmm. Good. So for this time, I belong to you. So it's your questions, and you may ask me anything that you please, even a personal question that would help you to understand me and what my heart is. Mm-hmm. So instead of me giving you a lecture, which you don't need, please ask me whatever questions that you have. Also er hat gesagt, ihr könnt ihm alle Fragen stellen, die ihr ihm stellen wollt, als auch persönliche Frage. Das ist hier kein Vortrag, den er hält, sondern er ist dazu da, euch eure Fragen zu beantworten. And again, I will tell him what you said yesterday. Mm-hmm. Und gestern hat er auch noch gesagt, das gilt auch für hier. Er sagt die Wahrheit, er hält nichts zurück. Ja. Manchmal mag die etwas bitter sein und hart, die Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Und wie gesagt, ihr könnt ihm wirklich alles fragen, und das, was er weiß, wird er euch sagen. Mm-hmm. Da fange ich gleich mit der ersten Frage an. Do you still want to say something in the beginning, or can he already ask a question? No, he can ask. Yeah. Also ich begrüße Professor Thöll Albrecht herzlich. Ja. Yeah. Mich würde interessieren, was seine Gesinnung ist, warum er so gut über die Deutschen denkt. Mm-hmm. Ich bin nachher ein richtiger Deutscher, auch von Rostock her, und wie er es früher gemacht hat. Ich schaue mit dem Herzen, ich sehe aber eine globale, große Veränderung für Deutschland auf uns zukommen, auch in Kürze. Uh-huh. He says that he wants to know what your way, why you are here, why do you love the Germans? Yeah, and he says he's a real German also in the sense of, ich glaube nicht, dass er das weiß. Rostock 1913. Rostock, this is 1913. Wie erklärt man das schnell? Bio-Deutscher von der Abstammung. He is a biologically German. That means a real, real German. Das ist ein gutes Frage. The love that I feel is a very deep and permanent love. And it is for all Germans. So I did not ask for it, and I did not want it. And there are times that I would like for it to go away, but it never goes away. Er empfindet eine ganz tiefe Liebe für Deutschland, und das ist etwas, also für alle Deutschen, ne? Und das ist nicht etwas, was er sich ausgesucht hat, was auch nicht immer leicht ist, was er oft gerne weggegeben hätte. Aber das funktioniert nicht. Mm-hmm. Diese Liebe war, and I add something that you said, it's just before you were born. Is that okay? Yes. Yeah. Und die Liebe, die war schon da, bevor er überhaupt geboren wurde. Also er hat das Gefühl, mm-hmm. dass er schon länger mm-hmm. damit zu tun hat. Ah, very interesting. Yeah. Mm-hmm. You may say that I have been with you for a very long time. Also er war schon lange, und lange heißt nicht in diesem Leben, mm-hmm. sondern lange mit den Deutschen. Mm-hmm. Dann geht es ihm so wie mir. Then it's the same he is experiencing, he says. Ich bin wieder zurückgekommen. He's come, he reincarnated. I don't know, but I know I've been with you a long time. Mm-hmm. So. So. So.
What other questions do you have? Dann möchte ich ganz gerne anschließen. Mm-hmm. Das ist eine etwas längere Frage. Ich glaube, ich mache dann immer nur ein, zwei Sätze, genau, dass du es übersetzen kannst. Ja. Weil Sie haben immer wieder appelliert an uns Deutsche, unsere starken Werte und auch Tugenden, also dass wir dessen bewusst sind und daraus unsere Zukunft gestalten. You always said to the Germans that they should remember the typical character of the Germans, yeah, and that we should develop this and to use for the future. Yes. Auf, please, bitte. One moment. Auf der Systemebene sind wir weiterhin ein annektiertes Land. We are still on a systemic level. We are still an occupied country. Yes. Im Gespräch mit Hans-Joachim Müller, in the talk with Hayo, sagten sie, Deutschland wird keinen Friedensvertrag von Amerika und Russland bekommen. You said that Germany won't get any peace treaty from America or from Russia. And now my question. Auf Deutsch. Wie kann dann Ihrer Meinung nach ein Systemshift aus diesem Volk entstehen, wenn es keine geopolitische Klarheit und Lösung gibt? Okay, how can the system change, yeah, if there is no clear political solution? So how can we change? Yes, well, on your own, no one person or no small group of people, of course, can change the system unless you get help. And the help has to come from outside. Also es gibt keine einzelne oder kleine Gruppen können hier irgendwas verändern, es sei denn, es kommt Hilfe von außen. But you think the help will come from outside, from a Donald Trump or a Joe Biden or from Vladimir Putin or from the European Union in Brussels, but that is not correct. Das Außen heißt nicht Amerika, also Donald Trump oder Putin oder die EU oder sonst irgendjemand. These people don't really care whether you're free or not. Für die sind wir völlig egal, ob das interessiert die nicht, ob wir frei sind oder nicht. But there is one who has the power, who does care whether you're free. Und es gibt aber einen, gibt es, der die Macht hat und der sich um uns sorgt, ja. So, in a short period of time, the circumstances from, if you want to say nature, fine with me, circumstances will arrive that will sweep away that has kept you occupied and that has kept you down. In kurzer Zeit werden hier Umstände sein, die bewirken, dass das, was bisher war, weggewischt wird. Und er sagt, meinetwegen kann man das Natur nennen, also natürliche Umstände kommt. Mm-hmm. So the opportunity that you've been waiting for is only a few months off. Diese Gelegenheit oder diesen Moment, auf den wir warten, ist nur wenige Monate entfernt. Zeit noch. Ja. So, if I may, let me read you a little story that I wrote sitting here. Ja, okay. Er hat vorhin gerade eine kleine Geschichte aufgeschrieben, die möchte er jetzt gerne vorlesen. Okay. So, in the summer of 1945, im Sommer, there was a 13-year-old boy, an actual 13-year-old boy. Da war ein exakt 13 Jahre alter Junge. And he, like tens of thousands of other children, were on the street without family or father.
Und er wäre wie viele andere Kinder damals auch auf der Straße ohne Eltern, also ohne Vater, ohne Mutter. Mm-hmm. So he had to go through, in order to get food and water and shelter, he had to go through the American re-education program of 2 weeks. Also er musste zusehen, dass er was zu essen bekommen hat, was zu trinken, irgendwo, wo er schlafen konnte. Und er hat ein Umerziehungsprogramm genossen, der Amerikaner, das 2 Wochen gedauert hat. In this re-education program, he was told that his family was lying to him. Da haben sie ihm erzählt, dass die Familie ihn komplett belogen hat. That the schools had been lying to him. Auch die Schulen haben ihn belogen. That his leaders had been lying to him. Die Führer ebenso. And that all that he believed in that was German was wrong. Und alles, woran er geglaubt hat, was deutsch ist, ist völlig falsch. So the baby and the bathwater were thrown out together. Also haben sie nicht nur das Kind aus dem Bad, sondern mit dem Badewasser aus der Wanne ausgeschüttet. Mm-hmm. There was no attempt to discern what was right about Germanness and what was wrong about Germanness. Also es gab noch nicht mal einen Versuch zu überlegen, was ist denn das Gute beim Deutschsein und was ist das Schlechte. The sergeant who did the re-education knew nothing about German culture. Dieser Militär, der das geleitet hat, diese Umerziehungsprogramm, hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was Deutschsein bedeutet. At the end of the re-education, the American sergeant asked the boy a question. Nachdem die 2 Wochen vorüber waren, hat dieser Sergeant dem Jungen eine Frage gestellt. He said, "Do you have any questions for me?" Und er sagte, hast du irgendeine Frage an mich? And the boy said, "Yes. What do I believe in now?" Und der Junge sagte, ja, ich habe eine Frage. Woran soll ich denn jetzt glauben? 75 years later, no one has answered the boy's question. Und selbst jetzt, 75 Jahre später, hat noch niemand die Frage des Jungen beantwortet. That is where you stand today. Und da stehen wir heute. Okay. So you are given McDonald's. You are given Coca-Cola. You are given Starbucks. You are given Marilyn Monroe and James Dean and Marlon Brando, and you are told, this is enough for you. Genau, also all diese wundersamen Dinge haben wir von Amerika bekommen und gleichzeitig erzählt bekommen, das ist genug für uns. But it's not enough. Aber es ist nicht genug. This inability to answer this question is unfair and unjust. Diese Unfähigkeit, diese Frage beantworten zu können, ist nicht fair und es ist ungerecht. So now you are going to have to stand up and take control of your own country, Deutschland. Deswegen müssen wir jetzt aufstehen und müssen Kontrolle über Deutschland übernehmen. You will be set free to do so. Wir werden die Freiheit haben, das zu tun. But do you have the courage to actually do it? Aber haben wir die Courage, das wirklich zu machen? Sometimes when you want something for a long time and you finally get it, it is very difficult. Manchmal, wenn man sich lange und sehnlich etwas wünscht und letztendlich es dann bekommt, wird es sehr schwierig. There will be many voices who will criticize you. Es wird viele Stimmen geben, die uns kritisieren werden. You will have to ignore them. Und wir müssen sie ignorieren. Okay. That is my little story. Das war meine kleine Geschichte. So, what other questions do you have? Ich habe 10 Jahre, es sind mehr, dass ich gekämpft habe, es ist egal in welcher Form. Ich werde es auch Zukunft mitbegleiten und gestalten. He's fighting since 10 years in any kind of ways, and he will hold on and try to create the future. Mm-hmm. Yes. Und das vom Herzen her. Yes. From the heart. Yes.
But it has to be from a very large heart. Es muss von einem Riesenherz kommen. Okay. Yes. Yeah. Good soul. Yeah. Okay. So what other questions do you have for him? Welche Fragen habt ihr noch? Was euch auf dem Herzen liegt? Ich habe eine Frage. Ja? Wo fangen wir an? Ist jemand, der sich auskennt? Ich könnte mir vorstellen, dass wir überhaupt keine Verfassung brauchen, dass wir keine Parteien brauchen. Wer kennt sich damit aus, womit wir beginnen müssen? Okay, she's asking, where are we beginning? I mean, we don't need any parties anymore, but who can tell us where to begin? Well, how can we know? You're always looking for the answer of who will tell you what to do. You're going to have to, as Germans, Deutsche Frau und Deutsche Mann, you're going to have to be in unity. That will be hard. Mm-hmm. And you must come up with the solutions. I am not fortunate enough to be a German. The solutions must come from you. Er ist nicht in der glücklichen Lage, Deutscher zu sein. Und wir stellen immer die Frage, was zu tun ist. Aber wir sollen als Deutsche agieren und selbst uns die Frage beantworten. Von außen kann uns keiner helfen. We have trained you in your school system. We have trained you in your constitution. We have trained you every day to be dependent upon others. Wir sind ständig die ganzen Jahre erzogen worden, abhängig zu sein von anderen, ob das die in der Schule ist oder ob das das Grundgesetz ist oder sonst irgendetwas. Ja. Mm-hmm. And now, now. You will have to stand on your own two feet. Stand up to stay auf. Ja, jetzt müssen wir auf den eigenen Füßen stehen und nicht nur auf den eigenen Füßen stehen, sondern aufstehen. Vielen Dank, Marie. Ja, und von wo wissen wir, wann der Moment genau ist? Solange Merkel da ist, kommt ja die schwarze Polizei, wenn wir irgendwas unternehmen. How do we know that the moment is there? As long as Merkel is in the regime or is the regime, the black police is coming the moment we do anything or something. Yes, but that's today. Das ist heute. Okay. I have already seen the future. Er hat die Zukunft schon gesehen. Your freedom is like fresh air. It is beautiful. Und unsere Freiheit wird wie frische Luft sein, einfach nur schön. Okay. So, you will know when the perfect storm is here, and Angela Merkel and all of her people will be gone. Wir werden das merken, wenn dieser perfekte Sturm hier angekommen ist und Merkel und ihr ganzes Konsortium wird weg sein. We don't want them to be hurt. We just want them to be gone. Wir wollen nicht, dass sie verletzt werden, wir wollen nur, dass sie gehen. Okay. What other questions do you have for me? Merkel geht demnach Zeit. Some will say she's going at Easter. Some will say she's going here. Some will say that Söder will replace her, or Laschet will replace her, or von der Leyen will come from Brussels and replace her. So don't listen to rumors. Es gibt verschiedenste Gerüchte. Manche sagen, sie wird zeitnah gehen. Manche sagen etwas später. Manche sagen, der Laschet kommt, der Söder kommt. Wer weiß, was ich, wer noch alles kommt. Wir sollen bitte nicht auf diese Gerüchte hören. The rumors are started with the hope that you will spread them yourself. Die Gerüchte sind haben begonnen in der Hoffnung, dass wir diese Gerüchte streuen werden. Mm-hmm. Don't spread rumors. Wir sollen sie nicht streuen. Don't let them draw you into the past. Wir sollen uns nicht in die Vergangenheit ziehen lassen. That is a trap. Das ist eine Falle. Okay. Stay oriented to the future.
Wir sollen Richtung Zukunft orientiert sein. And to the positive. Und ins Positive gerichtet. The ruling class has you arguing with each other, disrespecting each other and judging each other to keep you separate. Ja, unsere Führer, die wollen uns separieren, die wollen, dass wir miteinander argumentieren und nicht, dass wir uns vereinen, sondern dass wir uns trennen. Don't let that work. Und wir sollen das nicht zulassen. Okay. What other questions do you have for me? Ja, weitere Fragen. Ich bin zukunftsorientiert und habe etliche Projekte vor, die so zu guten für die Menschen sind. Inwieweit spielt der Gesara und Mesara eine Rolle, um auch das Wohlwollen der Menschen sowie auch die Gesundheit mit voranzuschreiten? Mhm. Weil es gibt neue Methoden und Techniken, die wir seit 100 Jahren in den Schubladen stecken, aber die Raumfahrt praktiziert diese Gerätschaften. Mhm. Was ist die Frage dazu? Ob Gesara und Mesara mit dazu helfen wird, das Positive zu installieren in dieser neuen Age. He's future oriented and is planning some projects. And the question is that he heard that there are lots of technique and medicine and things like that, which are 100 years ahead of us, which we don't have now. And they have to do with Nisara Gesara. Is that a possibility to help us, Nisara and Gesara? Mm. Sir, I have no idea. Keine Ahnung. Okay. Okay. So our question is today not what is going to happen. Our question is today is, are you mentally ready for what is going to happen? Also die Frage hier ist nicht, was wird passieren, sondern ob wir mental bereit sind, dass etwas passieren kann. Kann ich das bitte noch mal etwas ausführen? Can you say a little bit more about the last thing, the last sentences you said? In Bezug eben auf diese mentale, das Bewusstsein. The consciousness we have to develop. Yes, of course. We, and I, when I say we, I mean the theater, the allies, okay, have created a system to make sure you can never, ever cause trouble again. Also das mit wir meint er das Theater, die Alliierten, die haben etwas es inszeniert mit uns, dass wir nie wieder in der Lage sein werden, Ärger zu machen, Ärger in deren Sinne. We allow you to have leaders who will enforce this system for us. Das heißt, sie erlauben uns Führer, die genau das umsetzen, was die Alliierten wollen. Okay. So we have given you a mentality of people who are small and down and a little bit afraid of themselves. Ja, also sie haben uns eine Mentalität gegeben, so, ne, dass wir nicht aufstehen, nach unten gerichtet sind, dass wir Angst haben und diese ganze Richtung. Yeah, a little bit afraid of themselves. Ja, und von, dass sie vor sich selbst Angst haben, ja. So to say something good about a German or to love Germans or to like Germans is considered a great sin in Germany. Also etwas zu sagen, wie dass man Deutschland mag oder dass man Deutsche mag und so weiter, das ist eine absolute Sünde in Deutschland. So that is a false mentality. Das ist eine falsche Mentalität, okay. Ein Fehler. As long as you hold on to it and hold on to it, it is real. Ja, solange wir daran festhalten, an dem Ganzen, ist es real. Mm-hmm. But it's not real. Aber es ist nicht real. It is not who you are. Es ist nicht das, wer wir sind oder was wir sind. It's only what you have been told you are by people outside. Mm-hmm. Es ist nur das, was man uns erzählt hat, was wir werden, ja, von Leuten, die sich eben außerhalb befinden. So now the question becomes, who are you if you're not who you've been told you are? Die Frage ist jetzt, wer sind wir eigentlich, ja, und nicht abgesehen von dem, was sie uns versucht haben zu erzählen, was wir sind. Ja, wer sind wir? What is within you? Was ist in uns? Okay.
So I come all the way on this trip so that I can tell you face to face, so you can test me that what is in you is good. It's very good. Also er ist diesen langen Weg hierher gekommen, um uns zu sagen, und da könntet ihr ihn auch testen, ne, dass wir gut sind und dass alles, was in uns ist, gut ist. Also ich höre im Gegenzug, also von der anderen Seite höre ich, dass die Schaef oder die ganzen Alliierten, die jetzt wiederum hier sind, auf deutschem Boden, auf deutschem Boden, das gilt ja nicht mehr für Deutschland als Deutsche, sondern es gilt ja wahrscheinlich für die Europäer, weil das sind alles im Prinzip hintenrum ein Volk. Volk ja. Here folk the Schaef and the Allied again here in Germany, and he thinks it's not only Germany, it's also the countries around Germany. Mhm. Wäre doch dann, dass das, was die Schaef oder die Alliierten jetzt machen, eine Fortführung, ein Weitertreten, uns dort zu halten, wo wir jetzt schon da und sind. Also nicht in der im neuen Bewusstsein oder im alten Bewusstsein wieder, sondern wiederum versuchen, die uns dadurch weiter zu halten, unten zu halten. Mhm. Und It means that means that they are coming again to proceed with a old consciousness, to implant this into us instead of helping us to get into a new consciousness. Mm-hmm. And die Frage? Mm-hmm. Die Frage ist so: Wohin soll ich mich dann wenden? Ich kann mich nur nach innen wenden, nur für mich, und kann nach außen sagen, ich bin, und sonst kann ich ja nichts sagen, weil von außen wäre ich ja dauernd bearbeitet, ja, eben nicht rauszukommen. Eben, dass man sich auch selbst erkennt, vor allem sich selbst erkennt und den anderen vielleicht Zeichen geben kann, wer man ist oder wo jemand sich dann auch geborgen fühlen kann. Yeah, that means that he doesn't get any orientation from outside. So the only thing he thinks is to look in himself and to find everything in himself. Mm-hmm. Und die Frage nochmal? Ja. Yeah. Ob das stimmt? Is that true? Das ist gut. Das ist gut. Ein Moment. Sir, you have no champions from outside. Es gibt keine Helden da draußen. Okay. There is no one outside of Germany who cares whether you live or die. Draußen außerhalb von Deutschland kümmert sich keiner darum, ob wir leben oder ob wir sterben. Okay. But it can't only be in you. Es kann nur in uns selber sein. You need unity with other Germans. Wir müssen uns mit anderen Deutschen vereinigen. Okay. Germans you can trust. Denen man vertrauen kann. Okay. So, and today we make sure you can't have unity. Und heute sorgt man dafür, dass wir diese Einheit, diesen Zusammenschluss nicht haben können. Which means you feel alone. Wir fühlen uns alleine. You have to turn inward in order to live. Ja, und um leben zu können, müssen wir uns in uns hineinwenden. That's not enough. Das reicht nicht. You can't build a sovereign nation alone. Man kann alleine keine souveräne Nation bilden. Okay. Da das auserwählte Volk, wie auch die Deutschen, sage ich mal so, ist, ja, und Jesus, Essener, war in Essen, in Bethlehem, er war ja hier in Deutschland, er war im Grasland, in the middle of Deutschland. Und es ist immer die Umkehrung, das Wenden, das Gegenteil, ja, richtig oder wichtig. He refers to the story that the Bible, the holy story, everything was turned around, and in reality it happened in Middle Germany. So the whole Jesus story happened in Middle Germany, and everything what's good is going to be turned around. Yeah. Mm-hmm. Yes. And he said,
And he said, mm-hmm. we and not the Israel, not in Israel, the Jews are the mm-hmm. chosen people. Mm-hmm. Well, the only thing that I can say about, there was a time that the Israelites were held captive. They were slaves in Egypt. Es gab auch Zeiten, wo die Israeliten als Sklaven gehalten mm-hmm. wurden in Ägypten. But they became addicted to being slaves. It was easy. Ja, die haben sich dran gewöhnt, mm-hmm. im Sklaventum zu leben, und es war einfach dann. Mm-hmm. So God had to send someone to make them stand up and be courageous and create their own land. Also musste Gott jemanden schicken, der sie dazu gebracht hat, aufzustehen, kreativ mm-hmm. zu sein und ihr eigenes Land zu suchen. Mm-hmm. But they were afraid to leave Egypt. Aber die hatten Angst, Ägypten zu verlassen. Okay. So the question is, are you afraid to be free? Do you like being slaves to others? Ja, die Frage stellt sich jetzt, möchten wir frei sein oder genießen wir es, hier als Sklaven von anderen zu leben? I don't know about the middle of Germany or about this part or that part, but I do know that you're going to have to start liking other Germans and not judging other Germans. Ja. Er weiß jetzt nichts über die einzelnen Teile von Deutschland, ja, aber er meint, wir müssen anfangen, uns alle gegenseitig zu lieben, egal wo wir herkommen, alle Deutschen unter sich. What other questions do you have for him? Mm-hmm. Sir? Okay. Die Gründe würden eigentlich dazu führen, dass es hier gerade mal einen Umschwung gibt. Okay. Wenn es Umweltkatastrophen oder... Yeah. The circumstances you talked about, which circumstances do we need that a change can be started? Mm-hmm. Well, there's three storms coming over the next few months. In den nächsten drei Monaten werden uns drei verschiedene Stürme erreichen. One has to do with inflation that is rising because you have too much debt. Ja, der eine Sturm hat was mit Inflation zu tun, die in die Höhe geht, weil wir einfach zu viele Schulden haben. It's not the debt on your budget that you know about. It's the debt that has been promised to others that you don't know about. Ja, es geht nicht um den Haushalt, den wir kennen, und die Schulden, sondern es geht um die Schulden und das Geld, was anderen versprochen wurde, von dem wir gar nichts wissen. The second storm has to do with immigration. Der zweite Sturm hat mit Immigration zu tun. In 2015 and 16, every German knew about 1 million immigrants. 2015, 2016 haben die Deutschen gewusst, dass ungefähr haben die eine Info bekommen über 1 Million Immigranten, die hereingekommen sind. And then your leaders went silent, as if it were over with. Und dann haben wir nichts mehr erfahren von oben, und so als ob alles vorbei wäre. It's not over with. Und es ist nicht vorbei. It's going on every week. Jede Woche geht es weiter. But no one's telling you about it. Aber keiner erzählt es uns. And the third storm has to do with control. Und der dritte Sturm hat mit Kontrolle zu tun. Okay. There's too much control on Germans. And it gets tighter and tighter. Es wird viel zu viel Kontrolle über uns ausgeführt, und sie wird enger und enger. And no one can explain to you why. Und keiner kann uns erklären, warum. Okay. Germans don't make good slaves. Und wir geben keine guten Sklaven her. Okay. Germans are peace-loving people who like their families and who want to live independent. Wir lieben den Frieden, unsere Familie, und wir wollen unabhängig sein. Mm-hmm. But if you press them too hard and control them too much. Aber wenn wir zu sehr unterdrückt werden und kontrolliert werden. Now you have a problem. Haben wir ein Problem. Germans don't make good slaves. Weil wir keine guten Sklaven hergeben. The Romans found that out.
Das haben schon die Römer rausgefunden. Okay. So we are now at a fine line of being too much. Wir sind jetzt an einer ganz spezifischen Grenze angekommen, wo es einfach zu viel wird. Okay. Well, all three storms come together over Deutschland and dramatic change must come. Ja, und jetzt kommen diese drei Stürme über Deutschland zusammen und ein dramatischer Wechsel wird kommen. Muss kommen. Nobody in the government. They can solve one, easy. They can solve two, difficult. They can't solve three. Also das, die Regierung kann ein Problem locker lösen. Das zweite wird schon schwierig, aber beim dritten ist es vorbei. Ja, drei zusammen. So instead of being embarrassed and losing their legacy, they will simply leave. Und bevor sie ihr Gesicht verlieren und keine Macht mehr haben, werden sie gehen. Ihre Berechtigung. So, are you prepared for this? Seid ihr dafür vorbereitet? What should we do to prepare ourselves? Well, there's really three things that I would like you to do. So please don't misunderstand me. But number one, if you really want this change, you need to be praying that God will help you bring it about. Er möchte, dass wir drei Dinge tun. Und das erste Wichtige ist, dass wir anfangen, zu Gott zu beten. I don't care whether you, what you believe in, but unless you're willing to ask fervently that you will be set free, that you will be sovereign, and you will do the right thing, it's not going to happen. Ja, also Souveränität und das Richtige tun. Und das ist das, worum wir inniglich beten müssen, ja, dass wir diese Information bekommen. Okay. Number two, you have to start asking difficult questions and respectfully demanding answers. Der zweite Punkt ist, dass wir anfangen müssen, schwierige und intelligente Fragen zu stellen, ja, und Antworten und Antworten erfragen. Today no one cares about your opinion. Heute interessiert sich keiner für unsere Meinung. The government doesn't seek the opinion of the Lander Parliament. Die Regierung, die kümmert sich auch nicht um die Meinung des der Landratsämter oder irgendwelchen anderen politischen. And they don't seek the opinion or listen to the Parliament in Berlin. Und auch gegenüber dem Parlament in Berlin interessiert dies nicht, welche Meinung die haben, da was die dazu sagen. They got paid really good not to have an opinion. Yes, I know. Yes, yes. We have you right where we want you. Yeah, right, sie haben uns genau da, wo sie uns wollen. Okay. So the circumstances will give you an opening. Diese Umstände, von denen er gesprochen hat, geben uns eine Öffnung, die Möglichkeit einer Öffnung. Okay. But it has to be normal Germans who stand up and begin to take leadership and have their voices heard. Ja, und wenn diese Öffnung da ist, dann bedarf es des normalen Deutschen, des Deutschtums, um aufzustehen und gehört zu werden. That means you have to Führerschaft zu übernehmen. That means you have to start asking questions. Das heißt, wir müssen anfangen, Fragen zu stellen. Okay. And if they ignore you, you have to keep asking questions. Und wenn die uns ignorieren, müssen wir weitermachen, immer wieder Fragen stellen. This is natural to Germans when they are Germans. Wenn wir wirklich Deutsch sind, dann ist es völlig normal für uns, Fragen zu stellen. Good questions. Gute Fragen. Was steckt dahinter? Wie ist wirklich wahr? Wie ist eigentlich gewesen ist? Okay.
You want answers. Now you must start asking questions. Ja, wenn wir Antworten haben wollen, müssen wir respektvolle Fragen stellen. Mm-hmm. At first, they won't have answers. Zuerst werden wir keine kriegen. Okay. Eventually, they'll have to answer you. Aber irgendwann mal müssen sie uns antworten. Es gibt viele gute Gruppierungen in Deutschland. Die meisten werden aber unterwandert. Das war ich, ob die Gruppierung, die wo zum Kaiserreich 1871 zurückgeht, die eine Liederführung haben werden. Okay, there are many good groups arising in Germany, but we also know that there are groups which are not quite okay, unterwandert, where other people, you know, mm-hmm. not so good people coming mm-hmm. in and sneaking around. So he's asking regarding the groups we have of the emperor of Germany, yeah. the constitution of 1871. Is that a direction which mm-hmm. could have the leadership in Germany? Probably not. Wahrscheinlich nicht. Aber, okay, you must give other Germans a break. Aber man muss den anderen Deutschen auch mal eine Pause gönnen. Most Germans today are confused, a little bit afraid, and don't know who to trust. Weil die meisten Deutschen sind konfus, sind ängstlich und sie wissen überhaupt nicht, wem sie trauen sollen. So, you're going to have to be patient with others. Wir müssen geduldig mit den anderen sein. Okay. What is right and just will start emerging in a very German way. Was richtig ist, und das wird dann auch in einer sehr deutschen Art und Weise ans Tageslicht kommen. When you grab something from behind, something old, it comes with its own burden. Ja, wenn wir alte Dinge zurückholen, dann holen wir auch die schwere Last damit zurück. Mm-hmm. And many Germans can't accept that. Und das können viele Deutsche nicht akzeptieren. So, I am hoping for something new coming out of the deutsche Seele. Also er hofft, dass was Neues aus unserer deutschen Seele rauskommt, die entwickelt. First, the deutsche Seele must come alive. Erstmal muss die wieder zum Leben kommen, die deutsche Seele. Das haben sie uns ja lange genug abgezogen. So, there are people who tell you that if the deutsche Seele comes alive, that there is something wrong, something evil, and it too will come alive. Ja, die sagen, wenn die, es gibt Leute, die sagen, wenn die deutsche Seele wieder zum Leben erweckt wird, dann wird auch das Böse wieder zum Leben erweckt werden damit. That is a huge lie. Das ist eine Riesenlüge. But it keeps you off balance. Aber es hält uns, es schmeißt uns, also dadurch bekommen wir kein Gleichgewicht, keine Balance. Mm-hmm. It's meant to keep you off balance. Genau, and das wird damit bezweckt. Und schief gelaufen. Ja. Okay. So, it's a lie. It has no truth. Eine Lüge. Es hat null Wahrheitsgehalt. Is there anyone online? Gibt I can only see a few pictures. Ja. But is there anyone online who has a question? Gibt's online im Zoom-Chat irgendjemanden, der Fragen hat an den Professor Töll? Mhm. Wir müssen den Chat. Ah ja, ich schaue mal gerade in den Chat rein, ob da. Die macht es mal. Okay. Kleinen Moment bitte. Okay. So. Okay, guten Morgen, ich habe jetzt keine Kamera für das. Just see if there's any questions that are helpful. Wissen Sie um die Verfassungsprüfung auf der Lehre? Ah, do you have any idea about the Bemühungen, about the work of the Constitution from the teacher Marianne Grimmenstein? Ever heard? No, keine Ahnung. No idea.
Okay. Maybe another question from the audience Zoom meeting. Yes, we have good questions here. Yeah. But you are with us also. Do we still need a constitution? Not necessarily. It's not the first priority. It's something that will emerge naturally over time. Ja, also nicht zwingend. Es ist nicht die erste Priorität. Das wird ganz natürlich im Laufe der Zeit kommen. First things first. Die wichtigsten Dinge zuerst. Okay. So, Petra, du hattest noch eine Frage? Das deutsche Volk besteht ja aus Generationen. Ja, yeah, the German people are many generations, consisting of many generations. Und wenn ich schaue, sitzen ja hier alles, sage ich jetzt mal so, ohne jemand auf die Füße zu treten, so 50 plus. When she's looking around, she realizes that people sitting here in the room are most 50 plus. Yeah, when I look around and see them, they look like young people, very young people. Okay. It's also, as if there are very many young people sitting. In best age. Best age. Yes. Also meine Frage geht jetzt dahin. Wir haben ja auch eine breite Gesellschaft auch an jungen Akademikern. We have lots of human students or people coming from the university. Yes. Yeah. Mm-hmm. Lots of. Sie kennen ja auch, Sie haben ja auch viel Kontakt zu Universitäten, auch hier in Deutschland. Inwieweit werden auch aus diesem Bereich die jungen Leute wirklich auch wieder in ein Bewusstsein hineinkommen, was einem ursprünglich deutschen Bewusstsein entspricht? Okay. You have lots of contact maybe to German students in Germany, and she's asking whether it's possible that these students are coming back to the German consciousness. Yeah? Well, they're not going to join us in this room at this point in time. Also die werden uns erstmal nicht begleiten. Okay. They are living in a dream world at the moment. Die leben in einer Traumwelt. Yeah. Okay. More than half of them would be excited to take American citizenship and leave Germany. Also die meisten wären furchtbar aufgeregt, wenn sie die Möglichkeit hätten, sofort nach Amerika zu gehen und Amerikaner zu werden, und würden es auch tun. Because their dream is that the grass is greener somewhere else. Die glauben nämlich, dass das Grün hinter der nächsten Ecke noch grüner ist als hier. And all of their opportunity will come from someone else giving it to them. Sie glauben, dass die ganzen Möglichkeiten, die da sind, von jemand anderen kommen, und sie bekommen die Möglichkeiten von dem anderen. Here in Germany, it's like a wet blanket, and they feel the heaviness. Ja, wir haben hier in Deutschland wie eine nasse Decke, ja, und man fühlt diese Schwere. Mm-hmm. They are young and idealistic. And they want to change the world. Ja, aber sie sind jung und idealistisch und die wollen die Welt ändern, ne? Okay. They don't see that happening here. Ja. They see nothing happening here. Und die sehen, Deutschland ist nicht der Ort dafür, nämlich für gar nichts hier der Ort. Ja. So it's up to people your age to make sure that they have the opportunities and their excitement, their passion is here. Und es ist an uns, die Bedingungen zu schaffen, dass sie das hier alles ausleben können. Then they'll join us in this meeting. Wenn sie uns dann mal zu uns kommen. Darf ich nochmal dazu kommen? Wir sprechen hier eher nur vom Wandel als Ganzes. Und dem Wandel, weil Sie sagen, ne, wegen Beten, am besten sein Herz halt öffnen und betet halt. Und dadurch wird es uns auch gegeben werden, dass wir es den richtigen Zeitpunkt auch mitbekommen, von Gott gegeben, sage ich mal so. Also der Wandel wird nicht
durch uns selber oder durch andere Völker oder so geschehen, sondern er wird praktisch von uns an uns gegeben. Da gibt es ein Weissagungsbuch. Versuch das mal kurz zu übersetzen. He says, it's you're talking about a big change and when we pray to God, is it that we get the information when the change, what is happening, when it's happening? As you can see, I am not God. So when you pray, fervently pray, God hears you. Das heißt, wenn wir wirklich innerlich oder ganz innig zu Gott beten, dann wird er uns hören. Aber du wolltest noch was von irgendeinem Buch erzählen. Okay. So, and you will have a sense, you will begin to see things, you will begin to be aware of different things. Und wenn man innerlich innig zu Gott bittet, dann fängt man an, die Fähigkeit zu entwickeln, dass man intuitiv Dinge merkt, ja, dass man sie sieht, dass man aufwacht. Yes. So, I won't bring you the answers. God will bring you the answers. Er gibt keine Antworten. Gott gibt die Antworten. So, but you must ask fervently. You don't have to be religious. You don't have to go to church 3 times a week, but you have to pray fervently. Ja, ganz ehrlich, soll man beten. Man muss nicht in die Kirche gehen, 3-mal die Woche, sondern wirklich mit Herzen zu Gott beten. Ask him for freedom. Frag ihn nach Freiheit. And ask him for a sovereign nation. Und für eine souveräne Nation. And for you to have a place in it. Und für dich, dass du einen Platz darin findest. He'll answer you. Wer wird dir antworten? Sir? Ich habe auch noch eine Frage zum Reset oder dem Wandel, wo es bevorsteht. Ich sage, das bestimmt dann nicht nur auf Deutschland, sondern auf die ganze Welt. Sehr viele Menschen werden gehen in diesem Wandel und auch die Erde wird sich verändern in diesem Zeitraum. He's talking about the reset, and this is not only regarding Germany, it's regarding the whole world, and everything will change. The earth will change, and... Mm-hmm. Yes. And many souls will part. Say again, please. And many souls will go away. Well, I know that there is a change coming worldwide, but to be honest, I don't care about the rest of the world, only Germany. Er weiß, dass es einen weltweiten Wechsel geben wird, aber das interessiert ihn nicht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist Deutschland. Und willkommen in Bayern. Welcome in Bavaria. Lederhose mit dem Gut stehen. He thinks that you should wear a leather. Suit you. I wouldn't look very good. Ich bin zu alt. So. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Yeah, I understand. Yeah. Sure. Yeah. Okay, ma'am. Nein, hier muss ich mal die Frage, und zwar wird der finanzielle Crash, der wahrscheinlich jetzt irgendwann kommt, die Leute dann, weil wenn sie am Geldbeutel getroffen werden, werden sie ja doch am ersten Mal rebellisch werden, oder nachdenken anzufangen. Ja, yeah. The financial crash coming, yeah. So maybe this could be a reason why people, but it's always hurting in the pocket, yeah, when a crash is, start to think and start to begin acting. Yes, well, when you have inflation at 4% and it's rising, it's the same as a robber breaking your window and coming in and stealing the money from your house. Ja. The same thing. Das ist klar, weil wenn die Inflation steigt, dann ist es genauso wie wenn einer in unser Haus einbricht und uns das Geld wegnimmt. So how will you feel when this robber comes into your house?
Wie fühlst du dich denn, wenn ein Einbrecher zu dir ins Haus kommt? Ja, den ein. Inviting him. you won't like it. Which means you will join together with other Germans and say, that's enough. Ja, du wirst dich mit anderen Deutschen zusammentun und sagen, es reicht. Ja. Es gibt ja da das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Da ist praktisch schon festgelegt, dass alle Konten über Nacht auf Null geschrieben werden. There already is a law that overnight the accounts will go to zero. You mean there'll be debt forgiveness? I don't know, sir. Meinst du, dass die Schulden vergeben werden, dass die oder dass das Plus auf dem Konto wegkommt? Genau. So the plus, it. The money you so saved is gone away overnight. And there's already a law about it. Yes, but Germans know all about their savings going away overnight. It's happened before. Aber die Deutschen kennen das, weil das ist schon vorher geschehen. Ja. So, Americans don't care about inflation. Die Amis kümmern sich nicht um Inflation. Because they borrow all their money to live. Weil die leihen sich eh immer alles zusammen zum Leben, ne? So, but Germans care about inflation. Aber die Deutschen, für die wird es hart werden. Yeah, Germans save money. Weil wir sparen. So, my German students over the last years are the most balanced of the 80 nations that I teach. Seine deutschen Studenten, also er unterrichtet Studenten aus über 80 verschiedenen Ländern, sind die am meisten ausgeglichen sind. They're not the highest scores in mathematics or science or something else. That goes to people from Singapore or Korea or China or other places. They're not the highest scores. Also die Deutschen haben jetzt nicht in bestimmten Fächern wie Mathematik die besten Noten. Das sind dann Leute aus Asien wie Singapur und so weiter. Mm-hmm. Aber im Durchschnitt sind es die besten. Mm-hmm. But when it comes to overall balance, they are the very best. Ja. Durchschnitt sind sie die besten. That's what's inside Germans. Und das ist, was in uns steckt. Mm-hmm. Our roots. That's exactly right. Mm-hmm. So, but you don't act like you know that. Aber wir agieren nicht, als ob wir es wüssten. So, I need you to stand up tall. Und er möchte, dass wir aufstehen und unsere Größe zeigen. Yeah. And don't go too far this way. Mm-hmm. And don't go too far that way. Being German is good enough. Ja, wir sollen nicht da uns noch was verzetteln und hier irgendwas zu verzetteln, sondern es reicht, wenn wir einfach gute Deutsche sind. You have everything you need already. Weil wir haben schon alles, was wir brauchen. Stop looking somewhere else. Wir sollen aufhören, woanders hinzuschauen. Brauchen wir nicht. Okay. Okay. Ja, ich wollte ganz gerne nochmal auf das Finanzsystem zurückkommen. Mhm. Und die Frage ist, ich meine, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass das, was wir jetzt haben, nicht halten wird. Und dass es jetzt auch absehbar ist, dass es zu Ende geht. Also mit dem Geldsystem, was wir jetzt hier haben. It's regarding our financial system. It's clear that everything will come to an end. It will crash. Mm-hmm. Yeah. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, welche Übergangsszenarien gibt es denn dann in Bezug auf ein, in Anführungszeichen, neues Finanzsystem? So that means, do we need a new financial system? And if yes, what are we doing in between the crash and the new system? Well, you don't need a complete crash. You just need for the old system to move aside.
Wir brauchen keinen kompletten Crash. Wir brauchen einfach nur, dass das alte System weggeht. Okay. Now you don't have to look somewhere else. The Bundesbank system is a beautiful system. Wir müssen nicht irgendwo anders hinschauen, weil unser altes Bundesbanksystem ist nämlich wunderbar. Mm-hmm. It's already there. Gibt's schon. It's not being used. Aber es wird nicht benutzt. So use it. Also sollen wir es benutzen. Okay. Your own currency was the strongest currency in the world. Everyone wanted it. Unsere D-Mark war die stärkste Währung der Welt und jeder wollte die haben. It fit perfect hand in glove with Germans and German families. Ja, es geht Hand in Hand mit Deutschen und mit der deutschen Familie. Okay. Now you need to use it. Und jetzt müssen wir es benutzen. Hier kommt die deutsche Mark wieder. That's why the German mark is coming back. I don't care what you call it. Germans have to name it. Okay. Wir haben es zu benennen. Wie es heißt, ist ihm egal. So, but the problem with it is that when you take responsibility for your finances and for your investments, that means you are responsible. Bad decisions, you lose. Good decisions, you win. Das heißt, wenn wir das übernehmen, dann übernehmen wir auch die ganze Verantwortung dafür, ne? Für das Geld und für alles andere, was damit zusammenhängt. Weil wenn wir damit Gewinne machen, ist gut, haben wir die Verantwortung. Wenn wir damit nicht gut haushalten, haben wir auch die Verantwortung, ne? Selbst. So, when you take responsibility, that means you have to accept the outcome of that responsibility. Which is not always perfect. Das heißt, wenn wir die Verantwortung übernehmen, müssen wir auch das Resultat übernehmen. Und das ist nicht immer perfekt. But it is always Deutsch. Aber es ist immer Deutsch. Also das Wichtigste jetzt, Verantwortung am Herzen halt. Yeah. To take responsibility with the heart is important, he says. It's the very first step. Der erste Schritt. Okay. Okay. Nein, das ist nur eine Frage. So, let's see if anyone else online. No question, no more. Gibt es online noch irgendwelche Fragen? Dann bitte jetzt in den Chat reinschreiben. Oh, yeah. Oh, wait a minute. Here's one. We had already those. Here's one I see here. William Toll, go home immediately. Signed, Angela Merkel. There's another answer. The German people, we the people, please stay. Er hat gerade gesagt, er sieht eine Nachricht im Chat von Angela Merkel, er soll sofort nach Hause gehen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich sehe noch eine andere Nachricht, nämlich wir, das Volk, bitte bleiben. Okay, da kommt keine Nachricht mehr aus dem Chat. No more. Okay, good. Thank you. Gibt es irgendjemanden aus der Runde, der noch was sagen möchte? Okay. Okay. Bleiben Sie gesund. Stay healthy. Yes, I will try. Yeah. Thank you very much. Yeah, you might want to pray for me too. Okay. We will. Okay. Wir werden auch für ihn beten. Thank you very much. Yeah, thank you.